Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu 4.2 Project Origin. Das mag jetzt vielleicht für den ein oder anderen überraschend kommen, dass ich gerade dieses Projekt hier auf meinem Kanal starte, weil ich ja mehrmals schon erwähnte, dass ich nicht der große Fan von Horrorfilmen bin und dementsprechend könnte man darauf auch schließen, dass ich auch kein großer Fan von Horror, Games bin. Bei 4.2 bzw. bei der 4-Reihe sieht die ganze Sache ein wenig anders aus. Und zwar lässt sich das wohl zurückführen auf meine Teenage-Jahre, auf meine Kinderjahre, so, keine Ahnung, so um den Dreh, als ich 14 war. Und es geht auch um 4.1. 4.2 habe ich jetzt quasi als Fortgänger genommen, weil ich an 4.1 nicht so direkt rangekommen bin. Damals hat mich das Logo von 4, dieses Mädchen da dieses unheimliche Mädchen auf dem Frontcover, so krass, ja, beeindruckt. Ich war davon so geflasht. Keine Ahnung, wie man das am besten nennen kann. Auf jeden Fall hatte ich damals nie die Möglichkeit, 4 zu spielen. Geschweige denn 4.2. 4.2 kam, glaube ich, 2009 raus. Also, das ist jetzt auch schon recht alt. Aber halt nicht ganz so alt wie 4.1. Und ja, ich war halt total fasziniert, hatte aber halt überhaupt gar keine Möglichkeit, das Spiel damals zu spielen, weil ich zum einen nicht 18 war, ich bin einfach nicht drangekommen und zum anderen wäre es wahrscheinlich nicht mal auf meinem PC auch nur ansatzweise gelaufen. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass das bei dem einen oder anderen jetzt hier bei euch ankommen wird. Ich freue mich richtig drauf. Es ist, wie gesagt, ich habe überhaupt gar keine Ahnung von diesem Spiel. Ich weiß, dass es ein Horrorshooter ist und demzufolge werde ich mir da wahrscheinlich sowieso stellenweise wirklich in die Hose machen, weil ich echt ein großer Schisser bin, was Horrorfilme angeht. Ja, also ich kann Horrorfilme kann ich überhaupt nicht ab. Und wenn das Spiel jetzt wirklich krass unheimlich sein sollte, na dann, ja, dann kann ich mir jetzt schon vorstellen, wie die Schreie mir entfahren werden. Nun gut, neues Spiel. Ich bin wirklich wahnsinnig gespannt. Und ja, Einzelspieler. Ich überlege, ob ich vielleicht auf leicht spielen soll oder auf normal. Ich werde aber auf normal spielen, weil First-Person-Action-Games, gut. Wir wollen es ja auch ein bisschen herausfordernd haben. Schauen wir mal. Ich bin wirklich wahnsinnig gespannt. Ja. Ach du Scheiße. Oh Gott, wir werden direkt ins Spielgeschehen hier reingeworfen. Boah, sowas mag ich überhaupt nicht. Wir haben überhaupt gar keine Möglichkeiten, gerade irgendwie zu agieren. Ich habe keine Waffen, die ich wählen kann. Oh Gott. Irgendwie in einer alter Schwede, guckt euch mal den Himmel an. Wie. Wow. Mädchen, ach du Kacke. Ja, ist gut. Ist gut. Wir folgen dem Mädchen einfach mal. Also, in der Realität weiß ich gar nicht, wie ich mich in so einer Situation hier wiederfinden würde. Ich meine, hier ist eine Schaukel. Ist das eine Schaukel? Das ist eine verdammte Schaukel. What the fuck? Alter. Good morning. Oh, sicher, so ein Plattenspieler, so ein. Oh, Alter, leck mich doch am Arsch. Schön, dich zu sehen, mein Lieber. Fuck. Setz dich, Red. Beckett, ich muss deinen Visor kontrollieren. Gut, fertig. Ich weiß nicht, ob das eine gute Was Idee wollen war. Sie denn von dieser Ich weiß Aristitussi? nicht, Mein ob das Mann, eine wir gute, stellen eine uns gute Idee Fragen. war. Genau. Ei, ei, Stokes, sag uns, was du weißt. Unsere Zielperson ist Genevieve Aristide, Präsidentin der Armacom Technology Corporation.
Sie ist offenbar in ihrem Penthouse gefangen. Wir sollen das Haus sichern und sie in Gewahrsam nehmen. Sicherheitsgewahrsam. Nichts zerstören, auch wenn sie sich wehrt. Und wir müssen durchaus mit Widerstand rechnen. Sie hat offenbar mit dem Blutbad in der Armecom-Einrichtung zu tun. Wie ich sagte, keine Fragen. Sie ist ein wichtiges Ziel und wir sollen sie einkassieren. Also werden wir das tun. Streng nach Lehrbuch und ohne Mätzchen. Bleib locker, Tom. Was kann die Geschäftsfrau schon tun? Eine böse SMS schreiben? Sie ist nicht das Thema. CENTCOM glaubt, der Aufsichtsrat von Armecom möchte seine Spuren verwischen. Und dazu könnte gehören, Aristide auszuschalten. Okay. Fox, geh mit Stokes. Keegan kommt mit mir. Beckett, Red, Manny setzt euch vor dem Gebäude ab. Wir treffen uns in der Lobby. Mist, warum soll ich mit Godot losziehen? Denn ich mag Heulsusen nicht. Also, der sieht auch aus wie eine Heulsuse, ne? Der Jankowski. Denkt dran, Leute. Finger stillhalten. Der Auftrag lautet... Wie, ich krieg jetzt keine Waffe, ey. Scheißdreck, Mann. Was ist an der so wichtig? Sollen das doch die Bullen machen. Sei froh, dass wir nicht in die Armor-Camp-Zentrale müssen. Die Aufklärungstrupps dort hat in Stücke gerissen. Der Laden ist außer Kontrolle. Okay, ich glaube, hier müssen wir raus. Ja. Sag mir jetzt bitte, Waffe erhalten, Pistole. PDA aktualisiert, Maschinenpistole. Ah, okay. 50 Schuss. Wir können nicht genauer anvisieren, aber so können wir switchen. PDA aufrufen. Nehmen Sie Genevieve Aristide in Sicherheitsverwahrung. Treffen Sie mit dem Team in der Lobby des Gebäudes. Ah, guck mal, so können wir anvisieren. Na gut. Er folgt mir. Schau dir das an, Brad. Beckett, wie sieht's aus? Ich weiß auch nicht genau, wo wir lang müssen. Okay, gehen wir hinein. Oh Mann. Der Haupteingang ist offenbar blockiert. Die Türen sind verrammelt. Wir sollten einen anderen Weg suchen. Jawohl. Die Frage ist nur, wie wir jetzt am ehesten hier reinkommen. Vielleicht hier durchs Pumas Kaffee. Das einzige Penthouse, das ich kenne, besteht. Top. Ja, hier geht's durch. Hier geht's durch. What the fuck, Alter. Alleine würde ich hier auch nicht reingehen wollen. Das sind aber viele Stufen. Ich glaube, das Tor ist zu, Junge. Ja. Du willst doch nicht wirklich die Stufen hochlaufen, oder? Vielleicht geht's hier lang. What the fuck, ey. Es gibt Ärger. Los jetzt. Unterm Tor durch, Beckett. C kriechen. So, was jetzt? Hinterzimmer klar. Ach du Scheiße. Ja, oh. Privataufzug zu Aristides Penthouse. Jetzt einen erwischt. Ich brauche ein bisschen, um das System zu knacken. Oder geht er lieber zu Fuß? Vergiss es. Da ist einer fast verblutet. Alter. Hol einen Schuss in die Arterie. Die Arterie? Meinst du die Arterie subclavia oder die Carotis? Eieieiei. Jemanden wegen seinem Wissen zu foppen ist ein Zeichen von Unsicherheit. Wir müssen Aristide finden. Jetzt. Ja, und wie? Richtig. Fox, sichere den Eingang. Red, du die Treppe. Der Rest kommt mit mir. Die Treppe? Na dann. Was soll das, Top? Das sind ewig viele Stufen. Viel Spaß. What the fuck? Schon wieder. Keegan, was ist los? Alter, Keegan. Leck mich doch. Mist. Du Hurensohn. Alter. Er blutet. Verdammt! Ich stütze ihn. Stokes, Beckett, weiter. What the fuck? Er hat viele Kugeln abgefangen, aber eine ging durch. Schlimm. Naja, er überlebt. Ob das jetzt gut ist, dass ich mit der hier alleine bin? What the fuck? Guck dich doch mal an, wie hoch das geht, ey. Schöner Blick, was? In Ordnung, Beckett. Wir sind nur zu zweit. Pass auf. Ich bin bereit. Und achtet auf eure Ziele, Leute. Niemand erschießt Aristide.
Ich weiß nicht mal, wie die aussieht. What the fuck? Kontakt. Okay, okay, okay. Abknallen! Okay, ausgeschaltet. Alle mal herhören! Vor! Wir haben hier ein Problem! Und ich mag sowas nicht! Wir können hier Gott sei Dank die komplette Munition einsammeln. Dieser Schopper! Ich will die Unterstützung hier haben! What the fuck? Auf den Balkon! Ich glaube, wir haben alle. Prima, Beckett. Ja. Holy moly. Ihr geht hier durch. Ich suche den anderen Eingang. Geht das Gitter ja nochmal hoch? Ja. Brad, wo steckst du? Da hat's auch einen erwischt. Das tut mir ach, du Kacke. Mit Blut wurde auf jeden Fall auch nicht gespart in diesem Spiel. Guck mal, da draußen fahren aber ganz normal die Autos. Was ist das für eine Musik? Wollte mich verarschen. Kann ich wieder zurück? Begleitet die mich nicht? What the fuck? Da ist ein verdammter Hubschrauber, der mich tötet. Wollte mich verarschen. Wie soll ich den denn da jetzt irgendwie... Okay, das ist aber weg. Oh Mann. Hier ist Genevieve Aristide. Hören Sie mich. Beeilen Sie sich. Das Haus wird angegriffen. Ich höre Sie. Ich denke, das sind Colonel Vanek's Leute. Perverse Killer, der für den Aufsichtsrat die Drecksarbeit macht. Ich habe leider gerade gar keine Ahnung. Bin ich tot? Hinweis. Von Mr. X Anonymail.net. Genevieve Aristide, also an Genevieve. Betreff Antwort Ihr Anruf. Ich konnte die Harbinger-Kandidaten umleiten, um sie wie gewünscht abzuholen. Mir wurde jedoch auch mitgeteilt, dass Ihr Aufsichtsrat vor 30 Minuten ein Sondereinsatzteam zu Ihnen geschickt hat. Ihr Überleben hängt davon ab, wer zuletzt bei Ihnen ist. Wer zuerst bei Ihnen ist. Ich wünschte, ich könnte mehr tun, aber ich habe meinen Kopf schon weiter rausgestreckt, als es gesund für mich ist. Viel Glück. PS, falls Sie überleben, erwarte ich einen ausführlichen Bericht über den ersten Prototyp. Was ist das jetzt? Achso, ist einfach nur stockdunkel. Boah. Also wenn ihr jetzt nichts seht, ne? Ich seh auch so gut wie nix. Ich sehe auch so gut wie nichts. Oh, come on. Granate mit G werfen, okay. Ach du Kacke, ich bin kein guter Schütze. Oh Gott, da kommen immer mehr. Komm her. Wieso? What the fuck? Die halten alle so lange aus. Und ich bin schon halb tot, ne? Komm her. Das war ein Fehler. Gott. Ich habe jetzt schon so krasse Probleme hier. Hm.
Mann. Wie heile ich mich denn nochmal? Ich war mir nicht ziemlich sicher, dass ich mich mit Z heile. Muss mal eben kurz gucken. Medikit, ja, Z. Funktioniert nicht. Keine Ahnung, warum nicht. Egal, gehen wir erstmal weiter. Boah, das gefällt mir gar nicht, dass das hier so verdammt ruhig ist. Feuermodus. Top, ich bin jetzt oben. Alles klar hier. Wurde auch Zeit. Versuch Stokes und Beckett zu erreichen. Ah, okay. Das ist besser. Ich komm rauf. Okay. Das sind meine, ne? Nee. Den habe ich. Ich würde ja sehr gerne ein verdammtes Medikit nehmen. Kann ich irgendwie speichern? Nee. Ich glaube, ich habe gerade Munitionscap. What the fuck? Jetzt haben wir Medikit. Ich glaube, wir haben jetzt wieder volle Leben. Ist das hier ein neues Medikit? Nee. Ich hätte gerne ein neues Medikit. Ja, ich gehe jetzt einfach mal hier weiter. Beziehungsweise, Leute, ich mache an dieser Stelle hier einen kurzen Cut. Und ja, wir hören uns dann beim nächsten Part wieder hier bei 4.2. Macht's gut, ciao.